So, willkommen zurück. Ich hatte gerade ein Telefonat. Also für euch ist ja eigentlich keine Unterbrechung, aber für mich bekommt ihr gar nicht mit. Aber ja, machen wir das hier noch fertig. Dritter ist eine gute Position. Und ich will nicht verlieren. Dann wäre ich noch Zweiter. Wenn ich Glück hab. Sieht gut aus. Wollte ich eigentlich treffen? Nee, ich hab Dritter. Dritter werde ich. So Leute, jetzt kommt meine Lieblingsstrecke, und zwar die Regenbogenstrecke kommt jetzt. Regenbogenstrecke ist einfach... Ja, das ist ein ganzes Spiel, die ist lang. Und da gibt es keine Hindernisse. Einzige was Hindernis ist... Also ein Ken, und der frisst dich immer durch die Bahn. Und wenn der kann ich treffen, sonst gibt es da nichts. Und am Anfang musst du einfach so hinten runter, dass du nicht runterfließt. Und der lauscht einfach der Musik. Lauscht einfach der Musik. Das ist der Kettenhund, den darf ich nicht erwischen. Ich hoffe, man hört es nicht. Meine Waschmaschine, die schleudert gerade. Man hört es nicht. Ich habe extra meine Tür so gemacht. Also ich werde... Das ist Mario Kart. Ich will kein Leben. Einfach, dass ich mal das gesehen habe und ja. Ihr könnt ihr Spielvorschläge entweder als Nachricht schreiben oder wenn ihr oder in den Stellforum meinem Tweet sag ich jetzt mal. Ihr könnt euch gerne in meinem Stellforum angemeldet. Könnt ihr mir auch die meisten jetzt angucken. Aber wenn ihr nicht gestoßen seid, dann könnt ihr euch mich auf dem Stellforum besuchen. Oh. Seht ihr, wie lang die Strecke ist? Jetzt kommen wir erst in die zweite Runde, Leute. Der Hund frisst sich immer in Richtung, wo du gerade fährst. Müssen wir ein bisschen austricksen. Du fährst nach links, dann geht nach links und dann fährst du einfach nach rechts. Ja, wenn ihr eine Bananenschale fährt, dann müsst ihr einfach bremsen. Dann rutscht ihr nicht. Tot. Habe ich dich sauber abgefahren? Nein! Oh, ich denke, sie haben nichts bekommen. Du kannst ja nicht runterfallen. Das kannst du nicht. Außer beim Anfang, wenn du falsch fliegst. Aber so kannst du eigentlich gar nicht runterfallen. Du musst ja nur fahren und dann den Hund aufpassen. Der musst du nicht machen. Ich werde wahrscheinlich heute Abend leider etwas Let's Play. Die schwere Route. Dann werde ich auch online stellen. Entweder stelle ich heute Abend online. Oder morgen dann. Ich weiß nicht wann. Entweder heute Abend oder morgen. Morgen, wenn ich von der Arbeit komme. Morgen bin ich ja frei. Morgen, also entweder heute noch, heute Abend oder morgen. Morgen auf jeden Fall. Wo spiele ich heute noch? Ich weiß gar nicht. Ja, wir gucken mal. Leute, wir gucken mal, wie ich Zeit habe. Ich habe auch ein Zoom-Live. Aber schaut euch mal die Videos an. Wenn ich jetzt sehe, dass keiner mehr die Videos anguckt,
dann habe ich auch keinen Bock noch weiter Videos zu machen, weil ich mache dieses hauptsächlich für euch. Und wenn keiner mir das anguckt, warum soll ich dann Let's Play? Doch nur logisch. Bam! Ich muss eigentlich ganz runterfliegen, wenn ich aufpasst. Ich muss abknallen. Wo ist Toad? Wo bist du? Ich habe diesen einen Bananen, diesen einen Schüttel. Nein, Pfade! Was ich natürlich wieder mache! Ich arsch, ich bin ein dummer Mensch. Ich fahre mir eine Schildkröte rein. Ja, genau! Toad hat's getroffen! Ich bin Erster, Leute! Ich bin Erster! Der Baubau? Das ist ein Kennen, Leute. Das müsst ihr wissen, normalerweise. Ich habe auch mir jetzt vorgenommen, vielleicht nach Zelda oder parallel zu Zelda, jetzt vielleicht ich noch Super Mario 64. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich kann es nicht sagen. Also aber sicher ist, dass ich... Also Zelda Play, Let's Play ist sicher. Das ist sicher. Und entweder play ich dann Mario 64 oder ein Spiel, was ihr mir vorschlagt. Das sehe ich dann. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nichts treffen. 90 darf ich Erster. 90 darf ich gewinnen. 90 darf ich gewinnen. Leute, ich darf ich gewinnen. Ich gewinne, Leute, ich gewinne. Ich gewinne, ja, ich gewinne. Ich habe gewonnen. Amo Wal, Amo Dolomine. Ja, aber das hilft mir trotzdem nichts. Das reicht nur mit dem zweiten Platz. Oder mit dem dritten Platz. Also. Zweiten und dritten Platz. Dritter bin ich. Dritter! Ich hoffe, man hört bei den Waschmaschinen, dass alles schleudert. Ich hoffe, man hört das nicht. Wasser gezogen. Ich liebe Wasser. Ich trinke nur Wasser. Mineralwasser. Ich brauche kein Limo oder Cola, das ist ein Dreckszeug. Ja, der Bronzepokal. Congratulations! Amo Mai, Amo Dolomine! Congratulations! Amo Mai, Amo Dolomine! Leute, das war's mit meinem kleinen Kurzprojekt für heute. Ja, wie gesagt, was ich gesagt habe, heute Abend vielleicht leider etwas und spätestens morgen ist dann oben hier der Display. Schaut auf meinen Kanal vorbei, wenn es euch gefällt, abonniert mich
und bis zum nächsten Mal, euer das Bastian P. Tschüss!